Hallo und herzlich willkommen, hier ist Bea von gamers-palace.de und ich habe heute Calico bei mir. Das ist ein Spiel, das ich immer mal beobachte, dann immer mal wieder von meiner Wunschliste entferne, wieder draufpacke und so weiter. Und das schon seit gefühlt einer halben Ewigkeit, weil es wirklich schon sehr lange in Entwicklung ist. Aber ich bin froh, dass wir jetzt eine spielbare Demo haben. Und erzähle euch auch nicht weiter über das Spiel, wir schauen uns zusammen die Demo an. Und am Ende des, also wenn wir mit der Demo durch sind, gebe ich euch nochmal einen Einblick, was ich denke über das Spiel, was es für eine Wertung geben könnte. Und wenn ihr eine schriftlich geschriebene Preview dazu sehen wollt, geht ihr einfach auf www.gamers-palace.de und lest es euch dort nochmal durch. Da sind dann vermutlich auch noch ein paar Gedanken dabei, die ich nicht im Video genannt habe. Also legen wir los. Welches spielen wir? Wir spielen das Hard Girl. Wir laufen mit WASD und picken mit der linken Maustaste. Okay, Steuerung, nichts, aber wir können sie drehen. Ach, die Katze, ah! Und umarmen. Okay. Schmeißen wir wieder rund. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier in das rein und dekorieren da drüben diesen Kuchen. Ah, oh. Okay. Und blau. Das ist ja hübsch mit wie so Wasserfarben. Okay. Und dann nehmen wir mal die 4. Und haben vielleicht den Hintergrund kaputt gemacht. Mal sehen. Oh. Wir haben es kaputt gemacht. Ah. Aha, okay. Wenn ich die 4 also nochmal drücke, dann macht's das. Ich bin fertig mit dem Kuchen. Okay, cool. Okay. In the village, hat sie gesagt. Kann ich die Kamera drehen? Ja. Ah, und da oben ist auch eine Pfote, die mir sagt, wo ich hinlaufen soll. Cool. Was bist du? Okay. Okay, dann fliegt sie da eben. Hier ist auch das Dorf. Da muss ich bestimmt nicht hin. Bestimmt das Haus da drüben. Springen kann sie auch. Cool. Hui. Oh, ist das ein dicker Katzenball?
Das Haus hier? Nein. Hier? Hä? Hier? Die Kamera sagt, oder bist du? Wo ist denn hin? Ach so. Sollen wir was Bestimmtes kaufen? Ob das ausreicht? So. Ich beschließe, dass das ausreichend ist und laufe mit euch zusammen zurück zum Café. Vom Stil her ist es echt hübsch und alles so wie gemalt mit Wasserfarben. Das finde ich echt cool. Cool. Habe ich da? Ein Laser. Ah, für die Katzen. Ah. Ich habe schon überlegt, was das bedeuten könnte. Also es sieht echt hübsch aus, aber so Gameplay-mäßig von der Steuerung her ist es nicht ganz so cool wie gedacht. Sie dreht hier immer noch ihre Kreise. Ich mag es, dass die Mädchen alle ein bisschen kräftiger sind, beziehungsweise normal quasi. Und nicht so übermäßig dürre oder irgendwie sexualized. So, ich habe Sachen mitgebracht. Was dem Spiel aber tatsächlich nicht ausreichend ist. Okay. Aber ich habe doch auch das Bett noch gekauft und irgendwie... Hä? Ich blick gerade nicht so ganz durch. Es ruckelt auch. Mein Laptop ist schon ziemlich heiß jetzt, ne? Finde ich nicht ganz so cool. Aber dann kaufen wir halt nochmal was. Oder hat das nicht genommen, dass ich was gekauft habe? Finden wir gleich raus, wenn ich nochmal bei Oliver angekommen bin. Oliver, ich soll bei dir Sachen einkaufen. Cool, dass ich jetzt nicht sehe, was du hast. Ich kaufe einfach alles, weil ich eh nicht sehe... Oh, das ist ja... Jetzt kann ich das auch plötzlich nicht mehr. Doch, jetzt geht's.
zoome hier aus Versehen immer mal wieder rein, weil ich mit zwei Fingern auf dem Touchpad unterwegs bin und tatsächlich das vorhin also falsch gemacht habe und nicht gekauft habe. Dann ist es jetzt richtig, dass wir jetzt zurücklaufen. Die Uhrzeit verändert sich auch nicht, ist immer noch 12.30 Uhr. Oh, sie ist so hübsch mit ihrem Eulenkostüm. Echt hübsch. Okay, jetzt gehen wir hier rein und räumen das Zeug hin. Furniture Mode F. Open Inventory. Und wir legen diese Okay, dann rotieren wir das mal und stellen das den Katzen hier hin. Nein, offensichtlich nicht. Was drücke ich denn dann? Enter? Da macht es das wieder weg. Damit verlasse ich den Modus Open Inventory. Ich möchte... Okay, cool. So. Geplaced. Es sind zu viele Knöpfe, die ich mir merken muss. Dann nehmen wir das, legen das einfach in die Mitte des Raumes und dann gucke ich mal, was oben ist, ob ich oben das Bett hinlegen kann. Naja, das sieht doch gut aus. Das kleine Katzenbett stellen wir einfach dahin und verlassen den Modus, um wieder runterzulaufen. Okay. Wir sollen wieder in die Stadt laufen. Kann ich jedes... So. Dann reite ich auf der Katze. Und... Ach du Schreck. So. Und laufe... Die Kamera sagt, ich soll in die Richtung gehen. Okay. Da drüben ist auch noch so ein Dings. Wohin zeigt denn jetzt diese Maus? In die Richtung. Jetzt irgendwie da hoch. Okay. Kann die Katze auch springen? Ja. Okay, cool. Wieso wird's denn jetzt dunkel? Oh, ich versteh's nicht. Nein! Okay.
Oh, aber wo ist denn jetzt der Weg hin? Katze! Okay, ich gehe ohne Katze weiter. Steig bitte ab. Ich weiß auch, warum es immer wieder ein On-Off-Ding für mich war, weil es einfach Gameplay-mäßig, steuerungsmäßig, es sieht zwar echt hübsch aus, aber es ist nicht wirklich spielbar. So, bin ich jetzt oben angekommen? Sehr gut. Hi. Okay, jetzt sollen wir Ihre Katze finden. Okay, weil es ist wirklich messy zu spielen. Das ist echt sehr, sehr schade. Aber nee. Für mich ist es einfach technisch nicht. Ich denke, dass es immer noch ein, zwei Jahre Entwicklung bräuchte, vor allen Dingen, um das Gameplay hier wirklich spielbar zu machen. Dass es wirklich auch Spaß macht, das zu spielen und nicht nur, dass es hübsch aussieht, weil das tut's. Also hübsch ist es auf jeden Fall. Ich mag den Stil der Charaktere, ich mag den Stil der Welt generell, aber es braucht noch viel Arbeit auf jeden Fall. Im Kopf bin ich gerade tatsächlich bei einem Ende 50er Titel, wenn überhaupt. Also, das ist wirklich schade. Weil es ist so ein hübsches Spiel und ich beobachte das schon so lange, aber es ist gerade nicht gameplaymäßig, technisch, steuerungsmäßig, es ist nicht gut geeignet. Genau, ich schreibe dazu auch nochmal meine Gedanken auf jeden Fall auf, erkläre ein bisschen mehr, warum ich das so denke und danke euch in dem Fall fürs Zuschauen. Ich werde die Demo jetzt nicht weiterspielen, weil es macht keinen Spaß, wirklich nicht. Genau. Schaut es euch selber an, wenn es euch gefallen hat. Es ist auf jeden Fall ein ruhiges Spiel, ein schönes Spiel, ein hübsches Spiel. Nur technisch ist es halt messy. Genau. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut mal bei uns vorbei auf www.gamers-palace.de und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.